Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute mit Calvin Harris und Alessio Under Control. Pete Hurts. Stimmt ja, Hurts ist ja dabei, stimmt ja. Wie ihr merkt, ich kenne den Song natürlich schon. Ist auch wieder ein älterer Song. Wie ihr es mir anseht, ich bin immer noch beim gleichen Tag, wo ich auch die Reaction zu Reload aufgenommen habe. Weil ich mir denke, ey, ich bin gerade in diesem Feeling. Dann lass ich einfach mal laufen. Deswegen gönnen wir uns den Song jetzt. Bin ehrlich, wenn ich die Namen lese, weiß ich sofort, ja okay, das ist ein geiler Song. Ich kenne den Song auch, aber ich muss den halt wirklich wieder hören. Es ist so, als würde ich den jetzt, also es ist wirklich so, ich höre ihn nach, keine Ahnung wie, nach vielen Jahren das erste Mal wieder. Deswegen bin ich sehr gespannt, was hier so für Umhuschens rauskommen. Und wie gesagt, wäre es geil und nett von euch, wenn ihr unten nochmal drunter schreibt, so von wegen, ey, reacte nochmal auf das. Vielleicht auch auf einem Aftermovie, dass ihr sagt so, ey, komm, guck dir das Aftermovie von Tomorrowland 2012, obwohl ich das 1000 Mal schon gesehen habe. Wahrscheinlich in den letzten Wochen habe ich das schon wieder 5 Mal gesehen, mindestens. Aber reacte einfach drauf, so, das wollen wir sehen. Oder was auch immer, schreibt gerne drunter. Dann schauen wir mal, ob daraus ein Video herauskommt. Boah, Deutsch ist gerade richtig schwer. Scheißegal, wir gehen rein. Under Control, let's go. From the situation room, we now have sight of the meteor heading towards Earth, but at this moment. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ich habe das Video noch nie gesehen. Das Video habe ich noch nie gesehen. But it is still unclear as to whether or not it will hit. What we do know is that all resources are being used to minimize risk. This could be the end. I will keep you posted as we attempt to get the situation under control. Hurts. Jetzt weiß ich auch wieder, wer Hurts sind. Ja, ja, klar, klar. Da waren die ja gerade im Hype. Genau, 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 genau. I might be. Ja. Ich meine, der Beat, der war schon die ganze Zeit im Kopf so am Rattern. Der war so, der war am Klopfen so, ey, du weißt, du kennst mich doch, du kennst doch mich als Song. Aber jetzt, jetzt bin ich doch wieder drin im Song. Geil. Geil. Geiler Song. I might be anyone, a lone fool, out in the sun. Ich schon wieder Gänsehaut. Your heartbeat. Of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do. Hey, wie geil war das denn jetzt mit dem Komet gemacht, bitte? Hä? Oder mit dem Asteroiden, wie auch immer? Wie geil. Ich meine, ich wusste genau, dass dieser Ton jetzt kommt. Aber wie geil ist das denn im Video verpackt? Geil. Aber ich merke auch jetzt erst, so manche, jetzt höre ich erst manche, Instrumente da noch raus, die da im Hintergrund noch gespielt werden. So im Hintergrund hat man gerade zum Beispiel so ein kleines, doch so ein E-Piano-mäßig gehört. Und sowas höre ich halt wirklich nur, oder merke ich halt jetzt erst. Wie lange ist das jetzt schon raus? 2013, 9 Jahre ist das raus. Ich höre das nach 9 Jahren erst, weil ich erstens gute Kopfhörer habe, zweitens viel mehr auf Musik achte. Deswegen ist das, glaube ich, so ganz geil, mit so meine Reactions dazu nochmal zu hören. Weil ich eigentlich so mein ganzes Gedächtnis geändert hat. Geil. Oh ja. We'll be right back.
Aber mir fällt jetzt erst auf, wie das damals. Ich muss halt wirklich sagen, ne, da könnt ihr mir auch nochmal gerne drunter schreiben, ob das heute immer noch in den EDM-Songs so ist, weil ich wirklich gar nicht mehr so in der Blase drin bin. Auch neue EDM-Songs, die so ähnlich sind, weil ich die verpasst habe. Scheißegal, ob vor 5 Jahren, jetzt neu oder vor 10 Jahren. Und ich habe die schon gehört, ist ja kein egal. Aber was mir jetzt auffällt, ist so dieses, was ich ja bei Reload schon gesagt habe, was mich ankotzt, dieses Pause-mäßige. Aber das war ja damals halt wirklich so gefühlt gang und gäbe, ne? Nicht, ne? Einfach dieses Bam, so, und dann wird einfach von neu angefangen. Mäßig. I might be anyone, a lone fool, out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you. You'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light. Feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Ich liebe das, ne? Deswegen verstehe ich nicht, dass, also muss ich ehrlich sagen, verstehe ich selber nicht, warum ich kein EDM mehr mag, weil, oder was heißt nicht mehr mag, einfach nicht mehr höre. Für mich, diese Songs sind einfach so unfassbar geil, wie melodisch die sind, so geil wie Hurtstar. Geil ist der Song, bitte. Hammer. Ey, 9 Jahre später und ich feiere die Songs halt wirklich immer noch, ne? Noch nicht mal wegen erinnerungsmäßig, sondern einfach, weil der Sound unfassbar geil war damals schon, ne? Also, Real Talk, einfach geil. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist immer noch bei den Songs, scheißegal, wie oft ich die gehört habe. Meistens ist es dann nicht bei mir so, ich höre einen Song, gerade bei Rap-Songs, irgendwann kommt dann dieser Punkt, nach dem 10. Mal, 20. Mal hören oder so, wovon rappen die überhaupt? Wovon singen die überhaupt? Dann ziehe ich mir die Lyrics rein. Hör mehr auf die Lyrics. Den Song, den habe ich auch schon so oft gehört. Und ich habe jetzt schon wieder nicht auf die Lyrics geachtet, weil der Song einfach so geil ist. Bei manchen Songs, da muss ich halt wirklich sagen, viele sind ja so, ja okay, so, die gehen auf die Lyrics, die fühlen die Lyrics und so. Kann ich voll nachvollziehen, dass er genauso, wie ich nach dem Sound gehe. So, ich gehe nach dem Sound, mach mir damit meine Gefühle und. Von Sound, von Stimme und Beat und Melody. Aber ich muss ehrlich sagen, hab ich sogar manchmal Respekt vor von den Leuten, die direkt auf diese Lyrics klarkommen, die Lyrics fühlen. Verstehe ich natürlich so, okay, wenn du weißt, worum es da geht, fühlst du das nochmal ein bisschen mehr. Aber bei mir ist halt immer so, ich gehe nach diesem Sound und zum Beispiel bei dem Song hier, der ist so aufbauend, da will ich gar nicht wissen, was die Lyrics sind. So, auch wenn es jetzt auch eine aufbauende Lyrics wäre, so der Sound, der reicht mir einfach. Deswegen, das ist so geil einfach. Deswegen nochmal, ich weiß, ich bomb euch heute damit zu, gerade in diesem Video, aber schreibt mir bitte irgendwelche Songs drunter, wo ihr sagt, ey, das ist was für dich. Das ist, du sagst, EDM war damals besser, hier, hör dir das an. Das ist doch genau gleich wie damals. Immer gern damit drunter, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß selber nicht, warum ich von EDM weggegangen bin. Unfassbar. Und videotechnisch muss ich aber wirklich sagen, vielleicht passt es zu Lyrics, keine Ahnung. Aber es ist halt so, dass für diese Zeit normale EDM-Video, ne? So, du siehst die Künstler, du siehst die Künstler, dann siehst du schöne Frauen, die da rumlaufen, meistens nochmal eine Crowd, wo dann ein paar Frauen rausstechen, irgendwie eine random Sache, ein Meteorit fällt runter, die sind irgendwie am Schaukeln, sitzen vor dem Fernseher, was auch immer, dann Frauen, die irgendwie eine Panne haben oder die Künstler dann kennenlernen, bla bla bla, zack, machen Party, haben eine geile Zeit, boom,
So, das ist immer das Gleiche, so. Aber vom Aussehen geil und manchmal auch sehr passend, ne? Wobei ich sagen muss, es ist mir relativ egal bei EDM-Songs, bei den meisten EDM-Songs, was da für ein Video hinter ist, weil ich brauche da, eigentlich könnte hier auch einfach ein Bild sein von dem Song, so ein Thumbnail-mäßiges. Ich würde genau dir, ich würde es genau gleich fühlen. Deswegen videotechnisch natürlich geil, aber auch unnötig irgendwo in meinen Augen. Aber nichtsdestotrotz unfassbar geiler Song, geiler alter Song. Und ja, das war's mit diesem Song. Ihr wisst, worum ich euch gebeten habe. Ich will es nicht nochmal wiederholen. Sonst, ja, sonst ist die Achterbahn. Dann sehen wir uns beim nächsten Reaction wieder. Ich weiß noch nicht, was es sein wird. Vielleicht ein Song, den ihr mir vorschlagt. Vielleicht auch irgendwas, was mir noch einfällt. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.